Mutant ist erlebt. Gut gemacht, Riesentöter. Diese Viecher sind ein Fluch für das Land. Wir müssen ihn finden. Gas Walker!
noch ein Obrigkeitswachturm. Viel Glück da draußen. Da dröhnt der Schädel!
bist ne Goon-Welt, du Scheißer! Und du kannst nichts dagegen tun! Denkst du, du bist hart genug, um sie dir zurückzuholen? Hä? Denkst du das? Du wärst die perfekte Zielscheibe! Hörst du? Glisten Success? Wir haben größere Leute, größere Knarren und überhaupt sind wir Goons cooler und derber als ihr! Also schluckst du das besser und akzeptierst es wie ein großer Junge! Klar!
viel Glück da draußen. Aktivierungssysteme. Leitet Standby-Modus ein. Erreicht.
Banditenposten. Sie scheinen Treibstoff zu bunkern. Ein Stützpunkt zur Versorgung. Wenn wir den Treibstoff hochjagen, sollte das ihrer Mobilität schaden. Aufgelöst. So ist es. Ich wünschte, ich hätte die schwarzen Rauchsäulen am Himmel sehen können. Systeme.
Antivirensysteme. Wieder so ein Banditenunterschlupf. Viel Glück da draußen. Hey Lilly, dieser Ort hier scheint gefährlich zu sein. Du bist nicht mehr in Vineland, Walker. Bereite dich lieber gut vor.
unsere Systeme. Standby-Modus ein. Hey, du siehst zäh aus. Interesse an Drecksarbeit? Weißt schon, ein paar Köpfe einschlagen, 200 Mutanten zu breiballern. Ich suche nicht nach Arbeit, sondern nach John Marshall. Tja, zufälligerweise sucht er nach erfahrenen Kämpfern. Wir haben ein Mutantenproblem in Gunbarrel. Und es geht erst weiter, wenn das verdammt nochmal gelöst ist. Gut, wir werden sehen. Wo finde ich ihn? Er ist in der Blindgänger-Bar. Immer im Blindgänger. Nicht zu verfehlen. Alt, vernarbt, fies. Muss los. Er ist in der Blindgängerbar. Immer im Blindgänger. Nicht zu verfehlen. Alt, vernarbt, fies. Robo-Bein, Robo-Auge. Halb Mensch, halb Ersatzteillager. Bin unterwegs. Ach so, was auch immer dir dieser miese kleine Roboter andrehen will. Probier nicht das Schleimvogel-Chimichanga. Außer du willst dir die Seele aus dem Leib kotzen. Perfekte Zeit, um nach Gunbarrel zurückzukommen, was, Ranger? Wir stehen im wahrsten Sinne bis zu den Knien in der Scheiße. Und ausgerechnet jetzt kommt ein Ranger vorbei. Wovon reden Sie da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Sam Wilco und führe die Gunbarrel-Miliz, damit es Marshall nicht... Ich will sicher nicht meckern, wenn die großen Ranger beschlossen haben, sich nun endlich doch die Hände schmutzig zu machen. Es gibt da ein Problem nördlich von hier. Die Yeoman-Farm wurde überfallen. Und das ist gar nicht gut, weil wir ziemlich viele Nahrungsmittel von dort beziehen. Meine Leute werden alle hier gebraucht, falls die Mutanten wiederkommen. Würden Sie sich der Sache annehmen? Naja, wenn Sie mich so freundlich bitten... Patsy, Gesindel mit Kanonen. Hallo. Hallöchen. Auch neu hier? Ich hatte mal... Hey, Ritzer! Hey, lass uns kurz schnacken. Sieht verdammt gut aus. Schon mal Mutantenköpfe Pass auf die Herb. Ich sag dir, das ist Unsinn, Kulo. Schlückchen, Marsch. No, keine Info, nichts zum Saufen, ganz einfach. Das stimmt aber, Marsch, Weiland wurde zerstört. Na klar, weggebombt von superüblen Tech-Mutanten. Das glaub ich nicht, Gulo. Du willst doch nur was zum Saufen. Weiland ist futsch. Siehst du, ich hatte recht. Trink nicht alles auf einmal. Ein Ranger, was? Sowas habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. John Marshall, legendärer Widerständler, Kriegsheld. Wir wuchsen mit Geschichten über ihn auf. Ich hatte allerdings jemand erwartet, der beeindruckend ist.
Das ist unmöglich. Vinelands Verteidigung ist unüberwindbar. Das dachten alle. Wir waren nicht bereit für sie. Nicht bereit für die Obrigkeit. Sie ist also zurück. Dann bist du wegen Projekt Dagger gekommen. Das Problem ist, dass wir hier ebenfalls belagert werden. Mutanten. Sie verstopfen unsere Stromturbine in der Kanalisation. Da müsste sich mal jemand drum kümmern. Wenn es für Dagger ist, zeig mir, was ich töten soll und wo. Du bist schnell von Begriff. Ich habe wirklich jeden Auftragskiller runtergeschickt. Sind alle draufgegangen. Es wird schnell gehen. Du solltest dich auf dem Markt etwas eindecken, bevor du dich in diese Kanalisation wagst, Ranger. Schalt den Strom wieder ein, dann kannst du mit Dagger weitergehen. Schon der dritte diese Woche. Hoffentlich hast du mehr drauf. In dieser alten Kanalisation gibt es einen unterirdischen Fluss. Dank des Turbinengenerators sind wir vollkommen unabhängig. Wir haben unsere eigene Stromzufuhr und müssen kein Feldtrit von diesen betrügerischen, gierigen Händlern kaufen. Mutter Natur sorgt für uns. Und wie läuft das so für euch? Nun sieht man von den üblichen Problemen ab. Wie zum Beispiel Mutanten, die die Turbine verstopfen, funktioniert es gut. Wir haben unseren eigenen Saft. Außerdem findet sich stets ein Söldner, der sich um Probleme kümmert. Das bin ich also? Ein Söldner? Auf keinen Fall. Du bist ein Ranger. Großer Unterschied. Da geht erheblich mehr. Ist schon klar, Marshall. Schon klar. Befindet? Na klar. Vielleicht verschaffen deine Namotriten dir Zugang. Das solltest du mal checken. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 4028. Das ist eine Artex-Schrotflinte. Wie auf den alten Holobildern. Dies ist die Kampfschrotflinte. Eine ideale Nahkampfwaffe, die Gegner zurückstößt. Verschossen. Gut.
Gegner ein. Simulation wird beendet. Der alte Straßenfeger, was? Du Glückspilz. Davon gibt es nicht mehr viele. Und nur du kannst sie abfeuern. Sie ist mit deiner Nanotreten-Signatur verknüpft.
Ich bin bei der Turbine, ganz wie du meintest. Verstopft mit widerlichem Mutantenglibber. Du hast es bis ins Mutantennest geschafft und lebst noch. Großartige Arbeit, Ranger. Jetzt musst du nur noch den Deckel finden und ihn aufbrechen. Dann kannst du alles wegspülen. Einer geschafft, einer übrig. Läuft. Was jetzt? Sobald alles frei ist, schließt du den Deckel. Dann startet die Turbine neu. Jetzt muss ich hier unbedingt raus. Hier stinkt es schlimmer als in einer Mutantenjauchprobe. Nun, das sollte nicht so schwer sein. Es gibt einen alten Lastenaufzug, der dich direkt in mein Arsenal bringt. Sie hat es nicht geschafft. Wurde beim Angriff getötet. Das tut mir leid. Und es erklärt, warum du hier bist. Anstelle von Prowley. Die Obrigkeit muss unbedingt vernichtet werden. Amen. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Nenn mich Walker. Walker, okay. Ranger Walker, da bist du ja. Das ist mein Arsenal. Meine Basis. Von hier aus kann ich an Projekt Dagger arbeiten. Da der Strom jetzt wieder fließt, könnte ich bei ein paar weiteren Projekten Hilfe gebrauchen. Was du nicht sagst. Walker, diese Projekte helfen dir ebenfalls. Während ich mich um Dagger kümmere, kannst du dich auf die gewaltige letzte Schlacht vorbereiten. Du weißt es vielleicht nicht, aber zu Projekt Dagger gehört auch mit einem zusammengestückelten Panzer ins Hauptquartier der Obrigkeit zu walzen und dem Oberghoul General Cross persönlich einen mörderischen Nanotreten-Cocktail zu verpassen. Klingt nach Spaß. Dann lege ich lieber mal los. Besser wär's. Ich kontaktiere dich über die Combox, falls nötig.
Ende überbringen. Du kannst jeden Vorteil gebrauchen. Da ist er, der Scrambler. Mein kleines Dagger-Puzzleteil. Du wirst ihn brauchen, um am Bodenpersonal der Obrigkeit vorbeizukommen. Aber er ist noch nicht bereit. Muss aufbrechen.